Hallo und herzlich willkommen auf evo2k.tv und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WW2K19, dem Community Universe, dem Evoverse. Ja, heute die letzte Folge vor kommendem AEW Pay-Per-View. Also morgen gibt es dann für uns alle das Fighter Fest. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock darauf, weil die AEW Events waren ja bis jetzt wirklich sehr, sehr gut unterhaltsam. Auf jeden Fall gibt es bis dahin heute noch ein bisschen was zu erledigen. Und nochmal ein kleiner Hinweis, weil nämlich gestern geschrieben wurde, dass das Infovideo auf meinem Kanal, beziehungsweise das, was in der Videobeschreibung verlinkt ist, dass ich da mal den Link aktualisieren soll, weil der nicht funktionieren würde. Also der Link, der da angegeben ist, ist auch der Link, worunter dieses Video aufrufbar ist. Und man hat das auch gesehen, wenn man in Discord reingegangen ist, da habe ich den Link reingestellt und wenn man da drauf geklickt hat, dann hat das funktioniert. Also sollte bei euch das Video wegen den Teilnahmen nicht funktionieren, dann kopiert einfach mal den Namen von dem Video und fügt den bei der YouTube-Suche rein. Dann sollte das auch funktionieren, weil YouTube macht ja sowieso momentan ein bisschen Probleme. Und ich kann mir eigentlich nur erklären, dass das damit zusammenhängt, weil dieses Video ist auf jeden Fall verfügbar und man kann YouTube-Links nicht ändern. Die sind quasi wie ein Schlüssel. Kannst du nicht austauschen. Punkt. Ist so. Ist nicht wie bei Discord, wo du einfach mal einen neuen generieren kannst. Dies ist alles von YouTube vorgegeben. Na gut, auf jeden Fall. Wenn es denn dann bei euch geklappt haben sollte mit diesem Video und ihr wollt hier bei diesem Universe-Modus mitmachen, erstellt euch den Charakter anhand der Teilnahmebedingungen und dann kommt ein bisschen noch beim Discord-Server vorbei. Dort haben wir nämlich drei Channel dafür. Dort könnt ihr dann überprüfen, wie der Status um euren hochgeladenen Wrestler so aussieht. Und außerdem natürlich noch, guckt mal am besten auf meinem Kanal gestern das Informationsvideo zum Evoverse-Projekt in Fire Pro Wrestling World. Würde mich also sehr, sehr freuen, wenn ihr dort auch mal vorbeischauen würdet. Auf jeden Fall, jetzt geht's dann los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge und los geht's. Und da starten wir mit Corbin gegen Braun Strowman. Da setzt sich Strowman durch. Dann haben wir Lashley gegen Gully. Holt sich Gully den Sieg. Walter gegen Willi. Holt sich Walter den Sieg. Dann haben wir unsere Fehde mit Ace Wright und Devil of Joker. Da holt sich Devil of Joker den Sieg. Dann hätten wir Predator und King Over gegen Larry und Karl. Da holen sich King Over und der Predator den Sieg gegen die First Patrol. Ein Fatal 4-Way-Match mit AJ Styles, Ricardo Belescar Jr., Big Suebix und Drew McIntyre. Da holt sich AJ Styles den Sieg und Adam Black trifft im Main Event auf Steve Raymond und ihr holt sich Adam Black mal wieder den Sieg. So, und dann werden wir bei Raw fertig und schauen da nochmal in die Informationen rein. So, was haben wir denn hier stehen? Drei Sachen wieder. Steve Raymond hatte genug von seinem Rivalen und ließ seiner geballten Frustration Wut beim wilden Angriff auf Adam Black freien Lauf. Dieser Superstar bewies mit dieser Racheaktion Durchhaltevermögen und Mut. Die Feindseligkeit zwischen den Gegnern drohte nach einem aggressiven Wortwechsel zwischen ihnen überzukochen. King Over versuchte seinem Rivalen eine Kostprobe seiner eigenen Medizin zu verabreichen, indem er ihn im Tag Team Match überrumpelte, aber der Predator revanchierte sich mit einem Angriff und ließ ihn dann alleine im Ring stehen. Der Devil of Joker hat seine Absichten deutlich gemacht, indem er vor Beginn des Matches Ace Wright überfallen hat. Er möchte seinen Gegner verletzen und wird ihn angreifen, wenn er es am wenigsten erwartet. Realitäten haben wir noch hier. Ja, 2 Wochen. 2 Wochen. 2 Wochen, da hat nichts dran geändert. Ist nichts vorzeitig abgebrochen worden. Dann gucken wir heute nochmal in das Championship-Ranking rein. Da ist AJ Styles an Strowman vorbei. Seth Rollins ist an Drew McIntyre vorbeigezogen. Dann haben wir unser US-Championship-Ranking, wo einfach mal gar nichts passiert ist. Die Tag Team Division ist auch wieder nichts passiert. Und auch beim Hardcore-Ranking ist nichts passiert. Also eine ganz, ganz tolle Folge. Und ja, dann würde ich sagen, wir gehen dann mal weiter und schauen, was dann heute so bei All Elite Wrestling auf uns zukommt. Und da starten wir mit Ey gegen Dean Ambrose. Also hier Jon Moxley und Ey mit dem Sieg. Van Knight gegen Jimmy Havoc, da holt sich Jimmy Havoc den Sieg. Adam Gabriel gegen Sean Spears, hier holt sich Adam Gabriel den Sieg. Dann hätten wir Invader trifft auf den Dustin Rhodes, da holt sich der Invader den Sieg. Dann war Austin Bischoff gegen Pascal Mason, hier holt sich Austin Bischoff den Sieg. Michael Masters hat es mit dem Time Hunter zu tun, hier holt sich Michael Masters den Sieg. Und der Main Event mit Sons of Destiny gegen die Best Friends, da holen sich die Sons of Destiny den Sieg. Ja, hier will ich euch heute nicht so viel zeigen, denn morgen ist ja der Pay-Per-View. Invader hat Shaw von hinten attackiert, nachdem dieser ihn abgelenkt hat. Ne, nachdem dieser abgelenkt war. Anhand dieser Aktion sieht man, wie sehr der Angreifer seinen Gegner im Titelkampf verachtet. Er sieht in ihm lediglich ein Hindernis, das man auf dem Weg zum Titel gewaltsam entfernen muss. Und Death Psycho hing beim Ring herum, behauptete, er wolle seinen Rivalen ausspähen. Dass das nur ein Vorwand war, fiel auf, als er Adam Gabriel während des Kampfes ablenkte und so seinem Gegner ermöglichte, von hinten zuzuschlagen. Er hat bei diesem Psychospielchen die Oberhand über seinen Rivalen manipuliert und frustriert ihn, wie es ihm gefällt. Rivalitäten haben wir noch. 7 Wochen Psycho gegen Gabriel, 7 Wochen Invader gegen Shawn, 7 Wochen Michael Masters gegen den Time Hunter. Ja, dann werden wir bei AEW fertig und gehen dann mal zu NXT rüber.
Ja, und heute gehen wir direkt mal bei NXT rein, denn wir gucken uns heute ein Championship-Match an. One Fall. Ja. Der North American Championship steht auf dem Spiel. Der Arik Tiger will seinen Gürtel zurückholen, den er gegen Velveteen Dream verloren hat. Hat dort die Möglichkeit zu. Schauen wir mal, ob ihm das Ganze gelingen wird. Oder ob ich am Ende dann doch Velveteen Dream durchsetzen kann. He's here! Ja, warum sollte er nicht hier sein, wenn das Match angekündigt ist, du Pflaume? Äußerung macht überhaupt keinen Sinn, Mann. Ja, da ist auf jeden Fall einer unserer, wie soll man sagen, polarisierendsten Wrestler oder außergewöhnlichsten Wrestler, die wir so im Evoverse haben. Oder beziehungsweise auch in der Realität. Ist ja nicht exklusiv eine Evoverse-Sache. Velveteen Dream gibt es ja tatsächlich, habe ich gehört. Na komm, würde ich sagen, wir skippen ihn mal. Und warten auf den Matchbeginn. Introducing the challenger from Cologne, Germany, weighing in at 222 pounds, Arik Tiger. Introducing the champion from Capitol Hill, Washington, D.C., weighing in at 227 pounds, he is the NXT North American Champion, Velveteen Dream. Velveteen Dream. Na gut, dann würde ich sagen, wir stürzen mal in das Match rein. Ringrichter hält den Gürtel nach oben. Und wir schauen noch mal, was die zwei hier so anstellen. Ja, Crowd Channel wieder NXT. Ich denke mal, Velveteen. Velveteen. Ja, wieder. Jetzt hier Arik Tiger mit Problemen. Aber jetzt wird das Ganze gelöst und dann kommt der Kick. Und die 316 Punches für Velveteen Dream. Ich brauche mal was zu trinken. Ich muss nämlich mal was trinken. Ich merke mich gerade richtig, dass mein Hals sehr, sehr trocken wird. Entschuldigung für dieses Störgeräusch. Wird jetzt Velveteen Dream runtergeprügelt und Arik Tiger geht hinterher. Gibt es keinen Countout oder höre ich gerade nichts? Ach doch, es gibt Countout. Dann wieder der Irish Whip in die Ringecke für Arik Tiger. Close ein hinterher. Und jetzt war der Pinfall. Der jetzt auch sehr, sehr außergewöhnlich aussah. Corey, I think you're just trying to drum up controversy. I haven't heard any whispers about the champion having to defend against inferior competition. Yeah, inferior competition? That's nuts. Und Pinfall-Versuch vom Arik Tiger. Der geht wenigstens bis 1. Ja, Close-Line von Velveteen. In a title match like this one on a stage as big as the one we're on now, you have to wonder how much nerves will become a factor. Jo, so kann man es auch mal machen, weil man merkt, kann ja gar nicht auf den springen, dann befördere ich mit der Closer nach draußen und spring dann einfach nach draußen. Alles klar. Das ist so geil, jetzt trifft er den. Aber eigentlich so, dass er sich selber noch viel mehr wehtun müsste, aber er steht als erstes wieder. Ja, Arik Tiger mit dem Reversal und dem Belly-to-Belly-Suplex. Velveteen rollt sich erstmal raus. Guys, these superstars really do appear to be in peak
So, und Velveteen Dream Driver. Keep your eye on this one. We know what's coming here. So, und der Elbow sitzt. Jetzt bin ich gespannt. Pinfall. Aber der Kickout. I gotta agree with you, Michael. These superstars are in tremendous shape. And from what I understand, the champ has been hitting the gym twice daily in preparation for tonight. I heard the same thing, Saxton. Once in the morning, then again at night. So wieder der Uppercut von Arik Tiger. Makes me wonder when the champ actually sleeps. Oh, da wird der Vertical Suplex gekontert. Und sorgt jetzt, glaube ich, auch für eine Kontersperre hier. Ja, das ist Rope Break. Macht die KI jetzt nicht zu wenig draus. Und nochmal Velveteen Dream Driver. Und der Pinfall. Und Arik Tiger kämpft nochmal. Der kann sich nochmal befreien. So in der Runde, wenn er das Match verliert, ist er aus dem Ranking oder aus dem Titelgeschehen erstmal raus. Dann muss er auf den letzten Platz. Das ist ein Jackhammer. Arik Tiger steht auf jeden Fall wieder. Der war jetzt clever gewählt. So, jetzt Arik Tiger. Was sehen wir jetzt von ihm? Ja, einen weiteren Reversal von Velveteen Dream. Ich glaube, der hat jetzt ganz leichtes Spiel. Man Belly to Belly Suplex. Und der Elbow. Jetzt bin ich gespannt, ob der noch gut geht. Oder ob die Kontersperre schon wieder aufgelöst ist. Was macht der denn da? Auf was wartet Velveteen Dream? Hat vergessen, wie man springt oder was? Viereck? Ja, der geht vorbei. Das war jetzt mal richtig dumm. Und das ist das Comeback, so wie es aussieht, von Arik Tiger. Swinging Neckbreaker. Was präsentiert er uns hier? So, Attitude Adjustment mit Pinfall. Aber auch Velveteen Dream kommt raus. So, jetzt bin ich mal gespannt. Reicht das? Yo, Arik Tiger, Glückwunsch! Wieder NXT North American Champion in einem, ja, schon ansehnlichen, abwechslungsreichen Match. War jetzt natürlich kein 5-Sterne-Klassiker, dafür hat zu viel gefehlt, aber es war jetzt auch kein schwaches Match, was wir gesehen haben. Bin immer froh, wenn die KI in Form von realen Wrestlern noch ein bisschen was zeigt. Und am Ende natürlich die Abonnenten gewinnen. Na gut, also Arik Tiger hat wieder den Gürtel, den er gegen Velveteen Dream verloren hatte. Dann schauen wir mal, wie lange er den Titel dieses Mal halten kann. Gucken wir uns mal die Präsentation von seinem Gürtel auf dem mittleren Seil an. Und ja, dann würde ich sagen, wir lassen ihn hier mit seiner Siegesfeier mal alleine und gehen dann mal zum nächsten Part der heutigen Folge. So, wir machen weiter mit Fandango gegen Cassius Ohno. Er setzt sich Cassius Ohno durch. Dann nimmt er Johnny Gargano gegen Killian Dane. Er holt sich Killian Dane den Sieg. Die Street Profits gegen Undisputed Era. Die Street Profits mit dem Sieg. Tyler Bate gegen Patrick King. Hier holt sich Patrick King den Sieg. Jordan Pigeot gegen Pete Dunne. Hier holt sich Jordan Pigeot den Sieg. Und ein Main Event mit einem Viertel-Vorwehr-Match. Philip King, Tyler Breeze, Tim the Beast und GK5. Da setzt sich Philip King am Ende durch. So, was haben wir in den News? Ja, nix. Das ist auch wieder schön. Aber mögliche Rivalitäten unten, die wir anzeigen können. Dann gehen wir mal hier in das Championship-Ranking rein. Da Killian Dane an Cole vorbei, Cassius Ohno an Fandango vorbei. Patrick King hat Plätze gut gemacht, Tim the Beast welche verloren. Max the Devil, GK5 und Oney Lorcan sind an Velveteen Dream vorbei, der natürlich noch sein Rückmatch haben wird. Na gut, dann wären wir bei NXT fertig und gehen dann mal zu SmackDown rüber.
So, SmackDown Live beginnt mit Kevin Owens gegen Evo 2K. Hier holt sich Kevin Owens den Sieg. Keine Chance zu Evo 2K. Wow, warum habe ich einen negativen Stabseffekt? Was soll das? Daniel Bryan Roan gegen Heavy Machinery. Hier holen sich Daniel Bryan Roan den Sieg. Mustafa Ali gegen den Killer Game. Hier holt sich Mustafa Ali den Sieg. Dann hätten wir noch Randy Orton gegen Samoan Alpha. Hier holt sich Randy Orton den Sieg. Ben Punk gegen Mr. Madison. Hier holt sich Ben Punk den Sieg. Und ja, dann haben wir unser heutiges Hardcore Championship Match. Denn der gute alte Trace hat gesagt, er möchte kein Brock Lesnar sein. Er will seinen Titel verteidigen. Also ist dann heute derjenige dran, der im Ranking auf Platz 1 steht. Schwung ist in diesem Falle dann schnell. Einzug ist ein. Los geht's. So. Jawohl, ich nenne es Hardcore-Match. Mit K.O. So, dann kommt erstmal der Devil of Joker. Der Mann, der im Feuer steht und brennt. Bin ich aber gespannt heute auf die Leistung von Tracer, ob der wieder so abgeht wie beim letzten Mal. Oder ob er dann heute zum ersten Mal eine richtige Schwächephase reinkommt. Clown gegen Clown auf jeden Fall, das hatten wir ja schon mal, wo sich am Ende Tracer durchgesetzt hat. Und sich dadurch zum härtesten Clown vom E-Verse ernennen durfte. Oder ernannt wurde. Dann macht er sich auf den Weg zum Ring. Na gut, dann würde ich sagen, wir skippen das Ganze mal, weil ihr könnt ja sowieso keine Musik hören. Dafür ist es dann zu unspektakulär. Aber das wisst ihr ja schon. So, und da kommt er. Der Tracer. Der Mann, der im Dunkeln den Mond anbellt. Und der Mond bellt zurück. Da ist er, unser Hardcore-Champion. Herkommen, the nearest nightclub. Ja. Da haben wir schon gemerkt, bei den letzten zwei Pay-Per-Views, da ist nicht nur ein Charakter entstanden, das ist eine Maschine. Und da bin ich jetzt gespannt, wem es gelingen wird, diese Maschine aufzuhalten. Vielleicht ist es ja der Devil of Joker. The Devil. Introducing the champion from the nearest nightclub, weighing in at 240 pounds. Mach meinen Hund auch mal, wenn er aufs Klo muss. Aber hat er anscheinend extra schon Klopapier da unten dran, oder was? Ja, Tracer präsentiert bescheiden den Hardcore-Titel. Mal gespannt, ob er auch bescheiden gewinnen kann. Ja, Match wird dann jetzt angeläutet. Und Tracer mit dem ersten Schlag wieder. Pinfall-Versuch. Aber da ist der Kick-Off vom Devil of Joker. Und der kann jetzt mal kontern. Bringt Tracer zumindest zu Boden fürs Erste. Ja, das ging auch schief. Aber er steht wieder. So, jetzt hier die Close-Line vom Devil of Joker. Das sieht ja für Tracer momentan gar nicht so schlecht aus. Die Frage ist halt, wird es am Ende wieder der Aufgabegriff? Oder ist er heute mal für was anderes berufen? Neckbreaker, nee, Neckbreaker wird gekontert. Und Blacksmith. I don't know, wer kommt, der Blacksmith gegen Devil of Joker. Oh mein Gott, was passiert denn jetzt? Du hast so wunderschöne Haare. So, jetzt der Irish Whip in die Ringecke. Und Tracer zeigt einen Superplex da draußen. Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass Tracer auch diesen Titel heute wieder behalten wird.
Aber jetzt wird zumindest mal die Hardcore-Regelung ausgenutzt. Wir sehen einen Superplex nach draußen. Jetzt mal der Konter vom Devil of Joker. This match certainly isn't trending in the right direction for him. He's gonna need a change in momentum and fast. If you ask me, fellas, this championship match is among the most highly anticipated we've seen in quite some time. So, einmal wieder zurück in den Ring für Devil of Joker. Showing off some of his speed there. Oh, und was zeigt er uns jetzt? Geht das gut? Er lässt einfach das Ringseil drauf fallen. Und Devil of Joker scheint eine Waffe zu holen. Was hat er denn? Einen Tisch? Und den setzt er sogar ein. Turn down the lights, kick everybody out. Curtain call. Nice, shut it down. That slam just brought this entire arena to its feet. Jetzt wieder der Konter von Tracer. This is it. Und Tiefschlag. Devil of Joker steht, aber jetzt befördert ihn in den Ring zurück. So, jetzt mal der Pinfall-Versuch. Nach dem Tiefschlag 1, 2, aber wieder der Kickout. Wieder der Konter. Und Devil of Joker will wieder eine Waffe holen. Tracer steht auch wieder. Und das ist ein Sledger und den schmeißt er direkt weg. Ja, und da gibt es hier den Neckbreaker, den weiteren. Aber wieder der Reverse. Also auf jeden Fall, Devil of Joker stellt sich besser als Arc Enemy. Das können wir schon mal festhalten. Und der hat jetzt wohl seinen Finisher, so wie es aussieht. Und Claymore sitzt tatsächlich gegen Tracer. Pinfall. Eins, zwei, alles klar. Devil of Joker besiegt Tracer, der irgendwie keinen Widerstand einsetzt. Oh mein Gott, ein Titelwechsel. Der Clown besiegt den Clown und damit sehen wir doch ein wunderschönes Match, denke ich mal, beim kommenden Pay-Per-View. Aber das ist auf jeden Fall mal was ganz anderes gewesen. Glückwunsch an Devil of Joker zu diesem Triumph. Ist, glaube ich, sein erster Titel jetzt hier im Evoverse in der Hauptshow. Ja, sind wir gespannt, wie das bei ihm dann so weitergehen wird. Und natürlich auch, ob Tracer sich hier wieder von dieser Niederlage erholen kann. So, wir haben noch im Main Event die EWO gegen die Black Invasion mal wieder. Und da setze ich natürlich, wer sonst, die EWO durch. Was haben wir denn sonst noch so? Ja, Devil of Joker ist der neue Champion. Ben Punk hat nach dem Match noch einmal klargestellt, wer der Sieger war und ist über Mr. Madison hergefallen. Jeden, der sich in den Weg stellt, erwartet dasselbe Schicksal. Der Champion-Killer-Gamer hat sich mit einem stürmischen Angriff an Mustafa Ali gerecht. Bei dieser Rivalität geht es vor allem um Psychospielchen. David Cole mischte sich in das Match von Kevin Owens ein, um seine Konzentration zu stören. Jetzt nagen Zweifel am Herausforderer und er fragt sich, was der Champion ihm auf dem Weg zu ihrem Titelkampf wohl als nächstes entgegenwerfen wird. Ja, dann gehen wir mal auf die Rivalitäten. Da haben wir 8 Wochen noch Madison gegen Ben Punk. Dann haben wir 11 Wochen David Cole gegen Kevin Owens. Und wir haben 10 Wochen Killer Gamer gegen Mustafa Ali. Championship Ranking. Ja, nichts passiert im World Ranking. Dann ist auch nichts passiert im Intercontinental Ranking. Im Tag Team Ranking ist nichts passiert. Und ja, auch bei SmackDown im Hardcore Ranking ist nichts passiert. Das ist mal eine gute Show, würde ich sagen hier. Einfach mal überhaupt keine Bewegung. Na gut, dann gehen wir zum Abschluss mal zum Main Event rüber. So, Main Event startet heute mit Shaw gegen den Willi. Da holt sich Shaw den Sieg. Arc Enemy. Im Line vom Red Drago trifft auf Tim the Beast. Da holt sich Arc Enemy den Sieg. King Over hat es mit Hergi zu tun. Da holt sich King Over den Sieg. Unser heutiges 24-7-Match mit dabei: Larry, No Way Jose, Van Knight, Chris Jericho, Shelton Benjamin, Only Lorcan, Mr. Madison und Champion Snowman. Schwung schnell Einzug aus. Los geht's. So, Match beginnt. Was passiert? Only Lorcan. Oh, Shelton Benjamin haut Larry raus. Also, dieses Mal lief diese Phase für die Walter Family mal überhaupt nicht. No Way Jose gegen Chris Jericho und er schmeißt ihn raus. Oh mein Gott, da sind schon mal jetzt nicht so unbedeutende Leute rausgeflogen.
Snowman, der Champion, ist dann drin, legt jetzt mit Mr. Madison an. Und Lorcan gegen Shelton Benjamin. No Way Jose stachelt die Fans hier an. Da ist schon Attitude Adjustment von Snowman gegen Mr. Madison. Er macht ihn am Ringseil fest. Und Van Knight eliminiert Mr. Madison. Und Jericho macht sich auch vom Acker. Und Van Knight mit Mandible Claw gegen Only Lorcan, alles da. Jetzt hat er Probleme. Boah, fliegt jetzt schnell ein Benjamin raus. Macht Jose da. 3:17 noch. Fünf Leute noch im Ring. Eventuell gleich nur noch vier. Und Jose ist raus. Einfach geduckt von Only Lorcan. Do something quick. Let's not write him off yet. Remember, his opponent isn't necessarily Whistling Dixie either. This is what makes him one of the best in the business. Gleich ist Halbzeit. Oh, Shane Benjamin ist raus. Van Knight eliminiert ihn. So, jetzt kommt's noch an. Lonely Locken auch raus. Snowman oder Van Knight? Wer wird weiterhin Champion? Spine lasst er erstmal gegen Van Knight. Jetzt der Konter. Und da soll was kommen. Finisher von Snowman. Und der macht den Spike DDT. Und das könnte das Ende jetzt sein. So, er probiert es, der Snowman. Kriegt er Van Knight rausgestemmt. Und das sieht gut aus. Aber Van Knight wird es wahrscheinlich werden. Ja, 1:25. Nobody controls the pace of a match quite like this guy. Der Kick geht vorbei. Ja, die wollen gerade beide nicht so ganz. Snowman lässt sich Zeit. Der lässt jetzt die Uhr unterlaufen. Will seinen Finisher zeigen gegen Van Knight. Das bringt natürlich Zeit, wenn er durchgeht. Nee, Van Knight kann kontern. Oh je, und das jetzt eventuell der Titelwechsel. Yo, Van Knight! 31 Sekunden vor Schluss wird er 24-7 Champion in einem dann doch mal unterhaltsamen 24-7 Match. Das war jetzt richtig spannend zum Schluss. Glückwunsch an Malu, endlich hast du den Gürtel wieder, von dem du die ganze Zeit erzählst, dass das dein Lieblingsgürtel ist im Evoverse, dass du so gerne diesen Titel hast. Hier hast du ihn jetzt wieder. Ich hoffe, du wirst den Titel lange halten. Und wirst eine Menge Spaß damit haben. Na gut, und uns natürlich eine Menge Spaß damit bereiten. Dann gucken wir mal diese emotionale Siegesfeier von unserem Doktor an. Und gehen dann mal einen Schritt weiter und gucken, was sonst heute passiert. Ja, dann haben wir noch ein Match mit Patch IT gegen Derek Gordon Jr. und Adam Black.
Hä? Was ist denn mit Morris King passiert? Haben sie den ausgetauscht oder was? Na gut. Auf jeden Fall der Sieg für Derrick Gordon Jr. und Adam Black gegen hier den Colt Club. Predator hat noch ein Match gegen den Time Hunter. Da setzt sich der Time Hunter durch. Die EWO mal wieder gegen die Black Invasion. Und der nächste Sieg für die EWO. Tja, Black Invasion. Was machen wir denn da? Ja, Leute, dann sind wir auch am Ende der heutigen Folge angekommen. Heute kein Power-Ranking, denn Fighter-Fest steht ja morgen an. Die Ingame-Woche ist noch nicht beendet. Aber wenn es euch gefallen hat, dann lasst dem Video doch mal wieder einen Daumen nach oben da. Schreibt euer Feedback wieder in die Videokommentare rein. Was fand ihr gut, was fand ihr schlecht, was würdet ihr vielleicht verbessern? Links zu meinen Social-Media-Accounts alle unten in der Videobeschreibung zu finden. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat und der Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr meinen Kanälen mal ein Follow hinterlassen würdet und natürlich auch auf meinem Discord-Server vorbeischaut. Natürlich nicht nur, wenn ihr euch einen Charakter erstellt, könnt ihr auch natürlich so sehr gerne vorbeikommen. Und ja, jeden Tag 15 Uhr eine neue Folge. WWE 2K19, das Community-Universe, das Evoverse. Es wird auf jeden Fall bis zum Release von WWE 2K20 auf meinem Kanal weitergehen. Also bis dahin wird es auf jeden Fall Evoverse-Folgen geben. Das ist jetzt schon geleakt worden. WWE 2K20 kommt am 22. Oktober raus. Also so lange werdet ihr auf jeden Fall Evoverse-Folgen auf meinem Kanal finden. 17 Uhr kommt jetzt immer Fire Pro Wrestling World. Dazu habe ich auch ein Video gemacht fürs Evoverse und Fire Pro Wrestling World, wo es aber bis zum Start davon noch täglich ein bisschen Gameplay gibt, damit wir uns da auch schön drauf einstellen können. Also ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn euch das Ganze hier gefällt. Ihr Teil meiner Community werdet meinem YouTube-Kanal ein Abo hinterlassen. Wäre eine richtig geile Aktion von euch. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich bin dann jetzt an dieser Stelle raus. Bedanke mich bei allen wieder fürs Reinschauen, für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.